wieder im Bus und es geht jetzt in einer 2,5-stündigen bis 3-stündigen Fahrt nach Koh Lanta. Und zwar hier in diesem Minibus und dann wohl mit der Autofähre. Koh Lanta liegt unweit vom Festland in der Provinz Krabi, etwa 70 Kilometer südlich von Krabi Stadt. Es ist eigentlich eine Doppelinsel und die besteht aus Lananta Nai und aus Lanta Yai, wobei Lanta Yai touristisch erschlossen ist und Lanta Nai nicht. Direkt vor unserem Ressort sieht es dann so aus am Traumstrand. Mag ganz schön sein, aber der Strand ist natürlich das Allerbeste. Ich meine, ich habe im Internet gelesen, dass während der Regenzeit nicht sauber gemacht wird, aber so ein Dreckstall hier ist ja eklig. Nee. Also hier gehen wir garantiert nicht ins Wasser. Das hier ist das Esszimmer und wir machen gerade noch einen armen Strandspaziergang und sind entsetzt. Also überall liegt der Dreck rum. Das erinnert uns ganz stark an Indonesien. Bloß dass da natürlich sogar Saison war. Hier ist jetzt keine Saison. Aber das ist nicht schön. Und in Indonesien wurde wesentlich vor den Ressorts sauber gemacht. Und hier gar nichts. Aber leider kaum Leute da. Der Kill tut mir richtig leid. Aber es gibt halt auch immer Zeit. Die Anlage. Die Anlage ist so eigentlich ganz schön und okay. Der Pool ist wunderschön. Vor allem haben wir den nur für uns alleine, weil wir sind ja hier auch die einzigen Gäste. Und jetzt mieten wir ein Moped und fahren los und gucken, ob Koh Lanta eventuell auch schöne Strände hat. Wovon man ja eigentlich immer gehört hat, dass es so schön sein soll. Da ist das Bike, jetzt wollen wir erstmal tanken. Hier ist die Straße, an der wir wohnen. Sind wir gestern schon rauf und runter gelaufen. Dann haben wir uns schlau gemacht und wissen jetzt, was da aufgefangen wird in den Behältern. Und zwar Kautschuk. Und zwar nach dem gleichnamigen Baum. Das ist der Kautschukbaum. Höhle haben wir uns entschlossen und werden hier noch mit neuen Schuhen ausgestattet, weil wir natürlich wieder mit Flipflops unterwegs sind. Aber die gibt es. Die Höhle heißt My Cave Cave und ist die größte Höhle in Koh Lanta. Wir brauchen jetzt erstmal eine halbe Stunde, um dahin zu laufen. Dann sind wir eine Stunde in der Höhle und dann werden wir eine halbe Stunde zurückgekommen und wir gehen los. Im dichten Dschungel hinauf zur Höhle. Hinauf. Und Gabi ist steil. Und es ist schön. Ja. Es wird so oben gehen. Nee. Ja? Nee. Guck du. Da geht's noch her. Das steigt noch mehr. Du, es wird Schatz. Langsam, ja. Das ist wirklich ein steiler Weg. Oh, und da müssen wir dann ja irgendwie wieder runter. Okay. Hier ist auch wieder der Weg des Ziels. Ein spannender Weg. Das abenteuerliche Treppe gehen wir jetzt hoch. Wunderschön hier. Und sehr, sehr rutschig. Und sehr steil alles. Aber toll. Sollen wir ein bisschen besser wieder laufen? Jetzt sind wir, dass wir fast am Ziel sind. Hier werden wir jetzt runtergehen.
Ja, hier gehen wir jetzt runter. Zurück geht's aber einen anderen Weg. Ich hoffe nicht noch schlimmer, aber jetzt müssen wir erstmal hier irgendwie runterkommen. Ausgestattet. Eine kleine Spinne. Und mir ist jetzt das letzte Stück zu heavy, weil es hier sehr steil abgeht. Habe ich gesagt, lieber warte ich jetzt hier. Das ist wunderschön hier. Viel sehen tut man wahrscheinlich nicht. Aber es ist so anstrengend, so steil und so klapprige Sachen. Oh, nee. Da kommt sie wieder zurück. Wird auch Zeit. So also ganz heimisch ist mir hier nicht. Hallo. 40, 50 Meter hoch. Ah. Und der Weg? Da war nur hier steckt. Wir haben es geschafft. Zwischendurch hatten wir beide Angst, nicht mehr rauszukommen. Du musst an die verschütteten Kinder denken, die eine Woche in der Höhle waren. Aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Zum Teil mussten wir auf dem Bauch langkroppen, um durch die dünnen Schächte da zu kommen. Alles war very, very heavy. Ganz voll der Napf. Muss geerntet werden. Wir hoffen, dass der friedlich ist. Der steht da ganz schön im Weg. Aber unser Guide geht ja vor. Der Dumme waffnet sich mit dem Stock. Den kleinen Stock, den dicken Stier da. Er scheint aber friedlich zu sein. Der ist nicht festgebunden, nee. Der ist frei. Aber jetzt hat unser Guide ihn genommen. Hat schon ganz schön Strecke gekriegt. Und dann wieder in der Zivilisation. Und im Nachhinein war es ja auch wieder sehr schön. Aber zwischendurch hat man doch zwischendurch mal Angst. Ne? Du auch? Zwischendurch mal Angst gehabt? So richtig heimlich war das nicht. Das war schon alles ziemlich unheimlich. Ein schönes Restaurant mit Aussichtspunkt gefunden. Wir trinken aber nur was. Wir essen nachher in der Altstadt. Das ist nämlich unser Ziel dann. Thank you. Ja, hier sind viele kleine Inseln. Und eine davon ist wahrscheinlich Koh Phi Phi. Wo wir dann Samstag hinfahren. Wir sind jetzt in der Old Town in Koh Lanta. Eine richtig nette kleine Stadt. Eigentlich ist es nur eine Straße, aber hübsch. So, dass die Sonne heute nicht scheint, ist natürlich so die zum Gucken nicht so schön, aber man schwitzt nicht so sehr. Es macht doch mehr Spaß zu laufen, wenn es nicht so heiß ist. Kein Wasser, was unbedingt zum Baden einlädt. Kleine süße Stadt. Den Traumstrand haben wir hier noch nicht gefunden. Aber leckeren Hummer. Diese vielen kleinen Inseln, großen Teil unbewohnt, großen Teil Felsen, gewürzige Fische, gleich wieder mal Fische, da sind die kleinen Fische drin, die schmeißen so schnell wieder rein oder machen die auch dran zum Trocknen, nehmen nur die von der Wand ab oder so. Aber das Wasser ist hier nirgendwo einnahend bisher. Wir gehen noch da ganz runter bis zur Südspitze fahren. Mal sehen, ob wir das noch machen. Die Tour machen wir jetzt. Jetzt fahren wir mit dem Longtailboot in den Mangrovenkopf. Jetzt kaufen wir hier noch ein bisschen Affenfutter. Weil die darf man hier wohl füttern. Jetzt in der Nebensaison alles wie ausgestorben. Sogar das Restaurant ist zu. Und Fahrten finden auch nicht viel statt. Guck mal, die starke Brücke da. Naja, in der Höhle war es schlimmer.
dann los. Muss man irgendwo ins Wasser kommen. Kajak lang fahren. Hier ist ein Restaurant mitten im Mangrovenwald, weil man gut essen kann. Da laufen seltsame Viecher rum. Was wie Zwischending zwischen Fröschen und Fischen. Und wieder was zu googeln. Das sind Schlammspringer. Und drüben ist Ukulanta Süd, wo der ganze Tourismus sich abspielt. Und ein einsamer Fischer. Jetzt fahren wir schon zurück, aber es hat riesig Spaß gemacht. Nur den Affen war ja niedlich. Viele Vögel sehen wir hier, aber leider kriegen wir die alle nicht drauf. Die sind zu schnell, aber blaue und rote. Aber die fliegen immer so schnell vorbei. Und hier fahren wir schon wieder in unsere kleine Gasse rein, wo wir dann anlegen. Noch eine abenteuerliche Brücke hochgelaufen. Da ist unser Boot. Und jetzt laufen wir wieder zurück. Jetzt hoffen wir, dass unsere Fahrerin da ist und uns dann zum Moped zurückbringt. Dann schaffen wir es nämlich doch rund um die Insel. Aber wir sehen hier eine Baustelle auf jeden Fall schon mal. Und jetzt gucken wir uns den Strand an. Riesenlanger weißer Sandstrand und ein bisschen weniger Müll als bei uns, viel weniger Müll als bei uns. Aber hier sind natürlich auch viel mehr Ressorts. Ja, aber das Wasser sieht trotzdem sehr aufgewühlt und